Hallihallo, ich bin Theresa und möchte dir in diesem Lernzyklus das Wurzelziehen näher bringen. Für dieses Video brauchst du einen Taschenrechner, damit du diese Rechenart gleich selbst ausprobieren kannst. Zum Beginn zeige ich dir Quadrate mit verschiedenen Flächeninhalten. Das erste Quadrat hat einen Flächeninhalt von 36 Quadratzentimeter. Die Formel für den Flächeninhalt eines Quadrates ist s mal s oder s hoch 2. Wie lang ist die Seite S bei einem Flächeninhalt von 36 Quadratzentimeter? Pausiere kurz das Video und überlege dir eine Antwort. Ja, genau, 6 cm, denn 6 mal 6 oder 6 hoch 2 ergibt 36. Schau dir das nächste Quadrat an. Das hat einen Flächeninhalt von 49 Quadratzentimeter. Wie lang ist hier die Seite S? Auch hier kannst du wieder das Video kurz pausieren und dir eine Antwort überlegen. Die Antwort ist 7 cm, da 7 hoch 2 49 ergibt. Wie kannst du die nächste Aufgabe lösen? Dieses Mal haben wir ein Quadrat mit einem Flächeninhalt von 53 Quadratzentimeter. Das geht schwer im Kopf zu berechnen und daher wirst du den Taschenrechner verwenden. Zuvor möchte ich dir erklären, was eine Quadratwurzel ist, also gib gut Acht. Zu diesem Beispiel komme ich etwas später wieder zurück. Eine Zahl x heißt Quadratwurzel einer Zahl a, wenn x hoch 2 a ist. Die Mathematiker und Mathematikerinnen haben bestimmte Zeichen und Fachausdrücke dafür. Das bedeutet, x hoch 2 ist gleich a, ist dasselbe wie x ist die Quadratwurzel aus a, mit a und x größer gleich 0. Als einfaches Beispiel nehmen wir x ist gleich 5. 5 hoch 2 ist 25 und das ist dasselbe wie 5 ist gleich die Quadratwurzel aus 25. Ich komme jetzt zu ein paar Fachbegriffen. A ist der sogenannte Radikant und x ist der Wurzelwert. Und das Zeichen hier steht für die Quadratwurzel. Du kannst dieses Wort auch verkürzen und Wurzel sagen. Machen wir ein kleines Beispiel. 8 hoch 2 ist 64 und 8 ist die Quadratwurzel aus 64. Überlege kurz, was ist der Radikant und was davon der Wurzelwert? Du kannst das Video wieder kurz pausieren. Ja genau, 8 ist der Wurzelwert und 64 ist der Radikant. Das Quadrieren und das Quadratwurzelziehen sind entgegengesetzte Rechenoperationen. Also, die Quadratwurzel aus a hoch 2 ist gleich a und in Klammer die Wurzel aus a hoch 2 ist ebenso a. Als einfaches Beispiel nehmen wir a ist gleich 4. Du weißt bereits, 4 mal 4 ist gleich 4 zum Quadrat, ergibt 16. Deswegen ist die Quadratwurzel aus 4 hoch 2 gleich die Quadratwurzel aus 16. Und die Quadratwurzel aus 16 ist 4. Ebenso ist die Quadratwurzel aus 4 gleich 2. Und 2 zum Quadrat ist wieder 4. Kommen wir nun zum Quadrat von vorhin zurück. Es hat den Flächeninhalt von 53 Quadratzentimeter. S hoch 2 ist also 53 Quadratzentimeter. Um S zu ermitteln, wird die Quadratwurzel aus 53 gezogen. Dazu verwende ich den Taschenrechner. Beim Taschenrechner gibt es diese Taste, welches für die Quadratwurzel steht. Bei anderen Taschenrechnern gibt es auch folgende andere Tasten dafür. Pausiere kurz das Video und suche auf deinen Taschenrechner diese Taste. Um diese Aufgabe zu lösen, wird diese Taste eingegeben und dann die Ziffern 5 und 3. Drücke ich nun auf ist gleich oder Enter, kommt die Zahl 7,28010988. Vielleicht sind auf deinem Taschenrechner mehr oder weniger Ziffern zu sehen. Du kannst kurz vergleichen, indem du das Video stoppst. Da es nicht sinnvoll ist, alle Ziffern der Anzeige aufzuschreiben, runden wir auf Hundertstel. Das bedeutet, unsere Seite S ist ungefähr 7,28 cm. Rechne jetzt noch eine Aufgabe. Was ist die Quadratwurzel aus 109?
Pausiere dieses Video kurz und verwende den Taschenrechner. Die Quadratwurzel aus 109 beträgt auf Hundertstel gerundet 10,44. Wie schaut es nun aus, wenn du keinen Taschenrechner zur Verfügung hast? Wie kannst du Beispiele wie die Quadratwurzel aus 27 oder die Quadratwurzel aus 10 mal b hoch 2 mal z hoch 4 lösen? Damit werden wir uns im Basic-Video beschäftigen. Bleib also dran und ich sehe dich im nächsten Video. Bis bald, deine Theresa.